Die mittelhessischen Hochschulen haben eine lange Tradition der erfolgreichen Kooperation, auch im Promotionswesen. Absolventinnen und Absolventen der THM hatten schon immer die Möglichkeit, an den Fachbereichen der beiden Universitäten zu promovieren, vorrangig in den Lebenswissenschaften, den Naturwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften. Eine Promotion in den Ingenieurwissenschaften war bislang nicht möglich. Die drei Hochschulen haben in bestimmten Bereichen schon vorher sehr viel zusammengearbeitet und sehr gut. Und dann kam die Idee, für Mittelhessen in Mittelhessen ein gemeinsames Promotionszentrum zu entwickeln, von der alle drei Seiten und die Region profitieren. Mit der Gründung des PZI, des Promotionszentrums für Ingenieurwissenschaften im Jahr 2018, haben wir in Mittelhessen eine Qualifizierungslücke geschlossen. Es ist Absolventinnen und Absolventen der THM, der Universitäten und anderer Hochschulen somit nun auch möglich, in Mittelhessen den Doktor der Ingenieurwissenschaften zu erlangen. Und so halten wir auch hochqualifizierte Fachkräfte in der Region für ihren wissenschaftlichen Karriereweg. Ich habe mich für das PZI entschieden, weil ich den Ansatz schön finde, diesen Zusammenschluss mehrerer Universitäten und der Hochschule und dadurch interdisziplinär vielen Leuten der Zugang zur Promotion ermöglicht wird. Das Besondere am PZI ist, dass drei Hochschulen unterschiedlichen Typs im PZI zusammenkommen, gemeinsam arbeiten und die Universitäten und die THM als HAW auf Augenhöhe zusammenarbeiten und erfolgreich junge Leute ausbilden mit deren Promotion. 59 Professorinnen und Professoren der Uni Marburg, der Uni Gießen und natürlich der THM bündeln im PZI ihre ingenieurwissenschaftlichen Expertisen. Mein Forschungsprojekt ist zwar in der Physik angesiedelt, jedoch ist das Thema ein Schwerpunkt der Elektrotechnik. Und so konnte ich als Elektrotechniker bzw. Elektroingenieur auch diese Promotionsstelle besetzen. Und da war es für mich, als ich gehört habe, dass ich die Wahl habe zwischen dem Dr. Renat und dem Dr. Ingenieur, eigentlich klar, dass ich den Dr. Ingenieur wählen würde, wenn möglich, einfach weil es besser zu meinem Werdegang passt. Am PZI laufen 63 Promotionsverfahren über die gesamte Bandbreite des Fächerspektrums, von Life Science Engineering über Maschinenbau bis hin zur Raumfahrttechnik. Seit seiner Gründung wurden auch 12 Promotionen erfolgreich abgeschlossen und wir hoffen, dass es natürlich genauso weitergeht. Ich habe tatsächlich seit 1.6. eine befristete Professur an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim bei den Ingenieurswissenschaften und bin dort bis 2027 als Professorin tätig. Wir sehen jetzt schon, dass im Jahr ungefähr 12 Promotionsverfahren neu dazukommen am PZI und das erwarten und erhoffen wir uns auch für die Zukunft und entsprechend einen Anteil an erfolgreich abgeschlossenen Promotionen. Ich gehe davon aus, dass das PZI sich kontinuierlich weiterentwickeln wird. In Hessen haben wir die Möglichkeit, das eigenständige Promotionsrecht für HAWen zu bekommen. Wir haben in dem Bereich Life Science Engineering dies schon im PZI integriert und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft auch für weitere sehr forschungsstarke Bereiche an der THM dieses Promotionsrecht ins PZI integrieren können. Das zeugt davon, dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Und damit ist das PZI für uns eine volle Erfolgsgeschichte.